Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fastest in Light. Und wir springen in den nächsten Sektor, wie so häufig am Anfang einer Folge. Und ich gehe einfach nur mal nicht zu den, sondern durch die zivilisierten Sektoren. Weil ich fühle mich hier irgendwie sicherer. Und die Sicherheit ist immer gut. Oh, Stealth Weapons. Was macht das Stealth Weapons? Equipment bitte einmal. Ha. Na gut, nur schade, dass wir keinen Cloak haben. Nun gut, als nächstes steht in meinen Augen sowieso an, das immer eben aufzuwerten. Dann können wir nicht eventuell den Burst Laser und den Hall Laser zusammennehmen. Jetzt erkunden wir erstmal ein bisschen weiter. Und können uns gleich mal mit diesem Schiff hier anlegen. Ja, würde ich mal sagen. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen würde. Volles Feuer drauf, würde ich am ehesten wohl sagen. Ach, die Rakete muss da natürlich treffen. Irgendwie, wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden habe, dann müsste ja eigentlich das Antriebssystem, oh Gott, auch dafür sorgen, dass wir besser ausweichen können. Ich mache hier einfach mal auf, dann lassen wir die Luft da raus. Das heißt ja dann theoretisch gesehen, dass die... Gott. Dass ich vielleicht die Antriebe ein bisschen... Ja, lauf ruhig dadurch. Ist okay. Dass ich auf jeden Fall die Antriebe ein bisschen aufwerten sollte. Sehr gut, das war der Kampf. Wir haben leider ziemlich Schaden genommen dabei. Müssen das also eben mal alles reparieren. Und ich kann auch mal wieder innen aufmachen. So, Notch zurück zu den Waffen. Bowie zu den Schilden. Und er regeneriert sich hier mal eben und geht danach zurück zum Antrieb. Ich glaube, was als nächstes anstehen wird, ist, dass ich nochmal die Waffen upgrade. Damit ich eben auch die Rakete zeitgleich noch nutzen kann. Aber dafür brauchen wir erstmal wieder mehr ein bisschen Scrap. Und im Moment sind wir jetzt ziemlich durchgelenkt. Ammunition oder Fuel? Ammunition ist eigentlich wertvoller. Aber ich nehme Fuel. So, jetzt nehme ich auch mal die Artemis. Und wir feuern voll auf die Waffen. Weil damit kommen wir jetzt schon wieder ziemlich gut durch eigentlich. Jetzt funktionieren unsere Schilde nicht mehr richtig. Das heißt, ab jetzt können die durchschießen. Kann ich eigentlich hier... Nee. Ich kann da nicht mehr Energie reinpumpen, nur um... nur damit sich die Schilde schneller regenerieren. Was mir gerade auffällt, wir verlieren Sauerstoff. Und ich sehe gerade nicht warum. Deshalb werde ich eben schnell alle Räume mal kurz abchecken. Das kann ja nicht wahr sein. Ach, wir haben da kein... Ich habe da einfach keinen Strom drauf. Warum haben wir denn da keinen Strom drauf? Das ist eigentlich der wichtigste Teil. Das wichtigste Teil vom Schiff.
Naja, dann brauche ich mich ja auch nicht zu wundern, dass der Sauerstoff runtergeht. Ich dachte schon, wir hätten ein Loch oder sowas. Das wäre nämlich nicht so schön gewesen. Aber schön ist, dass wir die jetzt beseitigt haben und wieder ein bisschen Scrap bekommen. So. Als nächstes können wir noch weiter springen. Das heißt, wir haben jetzt wieder volle Energie zur Verfügung. Und können uns deshalb hoffentlich gut verteidigen hier. Die scheinen mir keine Rakete zu haben. Ja Gott, im Moment schieße ich einfach mal mit beidem nur auf die Schilde. Wir kommen ja sowieso nicht durch. Also ist es im Grunde egal, wohin ich jetzt schieße. Ja, hätte wenn nichts noch getroffen, dann wären wir nächste Runde gut durchgekommen. Nächste Runde dann wieder voll auf die Schilde. Nochmal der Hall-Laser, bitte. Sehr gut. Dann halten die jetzt die Schilde schön klein. Der Hall-Laser kann das tun, was er am besten kann, nämlich auf systemlose Räume schießen. Ah, wenn er dann auch getroffen hätte, wäre schön gewesen. Und ich will immer die 1 drücken, um dem Burst-Laser was zu befehlen. Aber es ist ja die 2. Aber wir haben uns mal wieder gut um die da gekümmert. So, als nächstes dann auch Waffen nochmal upgraden und 2 Powerbars nehme ich mir dazu. Dann kann ich nämlich auch endlich mal die Antriebe voll ausnutzen. Weiter geht's nochmal erstmal da oben lang. Dann sammeln wir vielleicht nochmal ein bisschen Scrap. Den brauchen wir jetzt nämlich, um die Reparatur zu bezahlen. Ach, hören wir mal zu. Okay, es könnte kompletter Bullshit sein. Oder wir sind einfach zu dumm, um das zu verstehen. Okay, wir haben Koordinaten. Koordinaten führen uns da oben hin. Jetzt machen wir einen ziemlich großen Umweg, aber die. Ah. Ein Rebellenschiff. Die haben Raketen. Raketen sind böse. Deshalb volles Fund auf die Waffen. Damit wir schon möglichst schnell die Raketen lahmlegen. Aber eine kommt ja leider auf jeden Fall durch. Und darum müssen wir uns jetzt auch kümmern. Gut, damit wäre sich um die Waffen schon mal gekümmert. Sonst Burst Laser auf die Schilde, Hull Laser auf den leeren Raum. Ne, ich nehme nicht an, weil ich auf mehr Scrap hoffe und Scrap brauche im Moment. Oh, das hat sie jetzt auch zerlegt. Hä? Warum das denn? Okay, auf jeden Fall gab es jetzt auch mehr Scrap. Das heißt, Emma hat er fertig repariert, kann sich eben heilen. Und dann geht's wieder nach vorne ins Cockpit. Wir müssen jetzt unbedingt zum Store kommen. Ach, ein Wissenschaftsschiff. Gehen wir einfach hin. Gibt's da ja was Schönes? Ah, jetzt ist da unten auch noch ein Store. Das heißt, wir können uns hier schon mal reparieren lassen. Das ist auch das Wichtigste. Sonst was Interessantes scheint hier nicht zu haben. Gehen wir nochmal bei Umwege vielleicht zum anderen Store. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Kommt darauf an, wie weit die Rebellen jetzt da sind. Wir nehmen nochmal an der Studie teil. Nein, also nicht mehr zum anderen Store. Sondern Richtung Ausgang und raus hier. Ein Hull-Smasher-Laser? Das klingt interessant. Ach, das ist im Grunde genommen auch nur der Hull-Laser. Das heißt, wir haben jetzt 2 davon. Jetzt muss ich mal eben gucken. Um 3 könnten wir das dann noch aufwerten. Ah, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber mehr Feuerkraft ist gut. Mehr Schilde wären aber auf der anderen Seite auch gut.
Besserer Antrieb wäre zum Ausweichen gut. Wir brauchen noch eine Menge. Vielleicht sollte ich auch diesmal nicht ganz so viel Treibstoff kaufen. So. Lieber kein Risiko eingehen, wie immer. Gut, meistens gehe ich ein Risiko ein, aber diesmal kein Risiko eingehen. Intruders, davon war ja auszugehen. Wir schießen, ich glaube, wir schießen lieber voll auf die. Wohl voll. Ah, ich weiß gerade nicht. Theoretisch gesehen kämen wir so am schnellsten dann durch deren Schilde und so weiter durch. Erstmal kämpfen wir dort. Ziehen uns von dort zurück. Die wollen abhauen. Abhauen finde ich nicht gut. Also, Burst Laser auf den Antrieb. Hall Laser woanders hin. Und wir müssen hier nochmal rausfliehen. Uns regenerieren. Die sind. Ja, los, hinter den her. Obwohl die uns hier gerade noch ein bisschen Stress machen. So, zurück in den Kampf. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier gut gegen die an noch, dass es jetzt nicht so ewig dauert. Sehr gut. Jetzt schön alle gemeinschaftlich reparieren. Dasselbe gilt dafür den Antrieb. Wohl für den Antrieb kann der Vivimord alleine machen. Die beiden können sich dann in der Zeit regenerieren. Und dann geht wieder Bowie zu den Schilden. Und zwar genau jetzt. Und Notch zu den Waffen. Oh, da unten sind die hingesprungen. Das ist natürlich weit weg. Gucken wir mal, ob wir da noch ankommen. Auf jeden Fall, die sind dick bewaffnet. Ich hasse es, wenn sie dick bewaffnet sind. Wir schießen mal auf die Schilde und gucken, dass wir möglichst schnell. Obwohl, nein, wir schießen mal auf die Waffen und gucken, dass wir möglichst schnell die Intruders abwehren. Jetzt muss die Waffensysteme muss ich immer verteidigen. Ohne Waffen haben wir überhaupt keine Chance. So, das war jetzt sehr gut. Als nächstes gibt es nochmal den Burst Laser im richtigen Timing, bitte mit dem Hall Laser. Oh, der Hall Laser ist ausgefallen. Dann gibt es jetzt mal nur den Burst Laser. Wir sind da ja flexibel. Hall Laser kommt danach ja später. Wird quasi nachgeliefert. So, jetzt prügeln wir uns nochmal mit denen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, damit hier nicht gleich unsere Waffensysteme komplett ausfallen. So, sehr gut, das war's für deren Schiff. Jetzt können wir uns hier nochmal kurz zurückziehen. Ach, die sind jetzt auch weg. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das heißt, Vivimord kann mal eben reparieren. Bowie kann mal eben zu den Schilden. Notch kann mal eben auch zu seinen Waffen und reparieren. Und der Vivimord geht dann weiter. Jetzt muss ich gerade überlegen, hilft mir das was, wenn ich hier mehr rein investiere? Also da rein investieren bringt mir, glaube ich, herzlich wenig. Autopilot nutzen, nee. Das hier ist vielleicht noch ganz sinnvoll. Oder natürlich erstmal wieder Schilde hochdrehen. Aber ich glaube, ich drehe die Waffen hoch. Dann können wir jetzt eventuell einen Burst Laser, zwei Hall Laser nutzen. Oder aber eben, wir nutzen Artemis und dafür keinen Hall Laser. Das muss ich mir dann immer mal so spontan überlegen. Ich schieße aber auf jeden Fall erstmal mit allem. Müssen da schon wieder Eindringlinge sein, mit allem, was wir haben. Schießen wir auf die Waffen.
Burst Laser natürlich zuerst. Jetzt müssen wir uns eigentlich schon wieder zurückziehen. Ah, sehr gut. Deren Waffen geht's gerade nicht so gut. Ich muss aber aufpassen, dass die mir jetzt wirklich nicht komplett die Waffensysteme ruinieren. Wir schießen nochmal auf die Schilde. Dann geht der Hall-Laser nochmal los. Ach. So, mit denen gilt es jetzt wieder, sich zu prügeln. Ah, die müssen wir jetzt ja gut loswerden. Bitteschön. Dankeschön. Das heißt jetzt gerade eben reparieren, aber vorher nochmal eben hier heilen. Vivi-Mord geht dann eben mal die Türen reparieren. Bowie hilft. Notch geht schon mal zu seinen Waffen. Und der Vivi-Mord kann mal eben da helfen beim Reparieren und dann zum Antrieb gehen. Und mit dem Antrieb fliegen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.